mal, gerade in der Notaufnahme war es ja so wuselig und so laut. Ja. Ich glaube, ich habe die Hälfte nicht richtig mitbekommen. Ja, ich kann dir ja noch mal kurz die wichtigsten Punkte sagen. Ja. Also, sie ist eine 21-jährige Patientin, ja. Motorradunfall, Sturz, ja. Wahrscheinlich Beckenfraktur, okay. Wissen wir nicht ganz genau. Ne? Ja gut, dann fahre ich jetzt erstmal mit ihr Richtung CT und dann müssen wir abwarten. Ne? Ja, Frau Arndt, genau. Alles okay, machen Sie mal die Augen auf. Ne? Geht das mit den Schmerzen schon ein bisschen besser geworden? Ja, ist ein bisschen besser geworden, ja. Ja, versuchen Sie die Augen offen zu halten, bitte, ja? Okay? Ja, bei so einem Motorradunfall ist zunächst erstmal nicht ganz klar, da kann ja alles passieren. Der Patient ist ja ungeschützt, es ist was anderes als ein Autounfall, der fällt direkt ungeschützt auf die Straße und da können schon sehr schwere innere Verletzungen auftreten, sodass man tatsächlich vom Schlimmsten ausgehen muss zunächst. Ich warte dann hier oben, ich sehe dann gleich die Ergebnisse direkt, wenn sie da sind, ja? So, Achtung, dann bis gleich. Schwester Nancy bringt die verunglückte Nele direkt zur Computertomographie, wo sie komplett durchleuchtet wird. Da entdeckt Dr. Rebecca Stern einen Fremden, der die Sicherheitsmaßnahmen der Intensivstation dreist umgangen haben muss. Ich habe eine Frage. Nele Arndt wurde hier eingeliefert. Die hatte einen Motorradunfall. Wo kommen Sie her? Wie kommen Sie hier rein? Ihre Kollegin hat mich reingelassen. Aha, Sie dürfen hier so gar nicht rein eigentlich. Ja, ich wollte nur fragen, wie es ihr geht. Ob sie in Lebensgefahr ist oder ob irgendwas Schlimmes passiert oder... Wer sind Sie denn überhaupt? Da habe ich alles der Polizei erzählt. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich bin nur jetzt besorgt. Ich war am Unfallort dabei und ich möchte einfach nur wissen, wie es dem Mädchen geht. Das spielt sehr wohl eine Rolle. Ich darf nämlich nicht jedem Auskunft geben über Patienten. Ja, aber rein pro forma. Sind Sie Angehöriger? Nein. Nur wie gesagt, ich war Ersthelfer und ich war dabei und deshalb... Wollte ich jetzt wissen, wie es dem Mädchen geht? Ich kann Ihnen nur sagen, dass im Moment keine Lebensgefahr besteht, keine akute. Ja. Was genau ist, darf ich Ihnen nicht sagen. Und wir wissen auch noch nicht so richtig Bescheid. Ne? Wir müssen die Untersuchungen abwarten erst. Okay. Ne? Okay. Okay. Dankeschön. Tschüss. Er hat sich schon ein bisschen seltsam benommen. Obwohl er eigentlich kein Angehöriger der Patientin war, wollte er ganz genau wissen, ob sie in Lebensgefahr war oder nicht. Und hat insistiert und hatte sich wohl auch auf die Intensivstation geschmuggelt, ohne durch an die Kontrolle zu gehen. Und mir war nicht ganz klar, was für eine Rolle er spielte. Frau Arndt, ich kann Ihnen da leider keine Auskunft geben. Da fragen Sie am besten erstmal gleich die Ärzte. Hallo. Wo ist meine Tochter? Wie geht's meiner Tochter? Ah, kann ich sie sehen? Mama. Ja, okay. Entschuldigung, genau, Tanja Arndt, mein Name. Alles klar. Wo ist sie? Ja, im Moment scheint sie soweit stabil zu sein. Sie hat starke Schmerzen im Beckenbereich angegeben. Im Beckenbereich? Das hört sich sehr ernst an. Wird sie denn nun mal laufen können? Bleibt abzuwarten. Ich kann im Moment nicht ganz genau sagen, was ist. Wir müssen erst das CT abwarten. Wir machen eine Ganzkörperschichtuntersuchung, weil sie ja nun doch mit dem Motorrad gestürzt ist. Motorrad? Sie hat mit Motorrad dann überhaupt nichts am Hut. Gar nichts. Also, Motorrad, wieso? Verstehe ich nicht. Sie hatte Motorradkleidung an, als sie hier eingeliefert wurde. Und die Ersthelfer haben auch gesagt, dass sie mit dem Motorrad gestürzt ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also damit hat sie gar nichts am Hut, überhaupt nichts. Ich meine, gut, sie hat sich in den letzten Wochen wirklich seltsam verhalten. Sie hatte geheimnisvolle Telefonate und hat sich heimlich aus der Wohnung geschlichen. Aber ich kann mir das gerade überhaupt nicht erklären. Hat sie einen Motorradführerschein gemacht oder wissen Sie auch? Nee, gar nichts. Sie hat nichts damit am Hut. Ja. Überhaupt nichts. Die hält eigentlich auch gar nichts von den Dingern. Ich verstehe das nicht. Ich würde so gern zu ihr. Die ganze Geschichte erschien mir schon ein bisschen komisch. Ich hatte das Gefühl, dass da tatsächlich auch noch mehr dahinter steckt. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich das nicht so richtig einordnen. Die besorgte Mutter, die eigentlich keine Ahnung hatte, dass ihre Tochter jemals auf einem Motorrad gesessen hatte. Dann dieser Mann, der sich nach der Tochter erkundigt hat, obwohl er eigentlich kein Angehöriger war. Das erschien mir schon sehr seltsam. Doch die Ärztin muss diese Fragen zurückstellen. Denn die Röntgenbilder haben einen Beckenbruch bestätigt und Patientin Nele muss sofort operiert werden. 3 Stunden darauf kann Dr. Stern Entwarnung geben, allerdings nur vorübergehend. Gibt es was Neues von meiner Tochter? Die Operation ist gut verlaufen soweit. Also sie scheint auch stabil zu sein und es ist alles gut gegangen. Sehr gut. Sie hat wohl doch auch eine Menge Blut verloren und wir werden ihr jetzt gleich eine Bluttransfusion auch anhängen müssen wahrscheinlich. Okay, kann ich dann jetzt zu ihr endlich? Ja, wir gehen jetzt gemeinsam zu ihr, ja? Mit der Operation hat man das Becken der Patientin stabilisiert. Das heißt, man hat eine sogenannte Osteosynthese gemacht. Damit das Becken sich nicht verschiebt und in der richtigen Position wieder zusammenheilen kann. Das ist auch sehr gut gelungen. Und dann passierte etwas, wodurch der Fall nochmal eine ganz neue Wendung bekam. Schatz, was ist das? Das ist von einer Freundin. Du kannst doch überhaupt kein Motorrad fahren. Du hältst überhaupt nichts davon. Und du hast überhaupt keine Erfahrung. Was soll das? Nee. Mensch, warum warst du denn auf so einer Maschine? Mama, wir klären das wann anders. Ich kann dich überhaupt nicht wieder. Es ist jetzt noch ein bisschen früh, solche Dinge mit ihr zu besprechen. Ne? Ich denke, das sollten wir später machen, wenn sie richtig wach ist. Ich verstehe das
Ich kann es überhaupt nicht. Ich ja. Wollen wir noch mal vor die Tür gehen? Ja, na klar. Ja? Klar, sie soll sich erst mal ausruhen. Oh, genau. Mann. Ja, die braucht jetzt viel Ruhe. Was kann ich denn tun? Ich werde irgendwas tun für meine Tochter. Kann ich denn wenigstens Blut spenden oder sowas? Wenn Sie sagen, Sie machen da diese Tests. Also für Ihre Tochter haben wir jetzt natürlich schon das Blut erstmal bestellt. Das ist auch immer in ausreichenden Mengen bei uns gelagert. Okay. Insofern ist da jetzt keine akute Situation, wo Sie jetzt Blut spenden müssten. Sie können natürlich immer gerne Blut spenden. Auch der Vater von Nele könnte das gerne tun. Ja, der Vater. Also klar, Nele hat einen Vater, aber es ist eben nicht der leibliche Vater. Ne? Ich hatte vor 22 Jahren eine Affäre und als ich schwanger wollte derjenige überhaupt keinen Kontakt und hielt überhaupt nichts von Familie. Vater ist unbekannt, aber nach unserer Hochzeit hat mein Mann, mein jetziger Ehemann Sascha, sie wirklich wie eine leibliche Tochter aufgezogen und er liebt sie über alles und sie natürlich auch. Also es ist so eine Geschichte. Naja, ach Moment, Entschuldigung, Moment. Damit Tanja bei ihrer Tochter im Krankenhaus bleiben kann, hat sich ihr Ehemann Sascha in der Zwischenzeit bei der Polizei über Niles Unfall informiert. Was der Stiefvater dabei in Erfahrung gebracht hat, lässt die 42-Jährige aus allen Wolken fallen. Ja, das war gerade mein Mann, Sascha. Das Unfallfahrzeug war ein Fahrschulmotorrad. Ich verstehe das nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Fahrschulmotorrad, sie macht einen Führerschein. Er wusste schon Bescheid seit Wochen. Sie hat ihm wohl einen Haufen Fragen gestellt zu diesem Thema. Und ja, ich hatte keine Ahnung. Oh mein Gott, ich... Wird ja immer seltsamer, die Geschichte. Ne? Wobei, warten Sie erst mal ab. Wenn sie richtig wach ist, wird sie es Ihnen alles erklären. Ja, aber das ist nicht meine Tochter. Sie hält gar nichts von diesen Dingern, überhaupt nicht. Die sind gefährlich, sie hält sie für umweltschädlich und ich erkenne sie nicht wieder. Ich weiß gar nicht, was los war, wer dahinter steckt oder wer sie dazu überredet hat. Ich weiß es nicht. Das ist nicht ihre Idee gewesen, ganz alleine, das glaube ich nicht. Da Nele nach der Narkose viel Ruhe braucht, hält sich Mutter Tanja an den Rat der Ärztin und geduldet sich mit ihren Fragen bis zum folgenden Tag. Kurz darauf hat der Ehemann einer anderen Intensivpatientin von Dr. Stern ein haariges Anliegen. Haben Sie noch Fragen wegen der Verlegung? Nein, alles in Ordnung. Ja. Es ist schön, dass das so gut gelaufen ist. Ja, ich habe da einfach persönlich ein Problem, das ist mir etwas unangenehm. Mir juckt seit 2 Tagen schon die Kopfhaut und es brennt halt. Und ich weiß nicht, von wo das halt kommt. Und Sie wollen jetzt, dass wir uns das mal angucken, oder? Wenn Sie mal so nett wären. Ein Stück weit ist es normal, wir kratzen uns alle schon mal am Kopf. Wenn das aber ungewöhnlich stark und viel ist und die Kopfhaut sich rötet und entzündet ist, dann muss man auf jeden Fall definitiv zum Arzt gehen. Seit 2 Tagen brennt das extrem gut. Haben Sie denn irgendwas anders gemacht als sonst? Nein. Soll ich mal eben gucken? Benutzen Sie jetzt ein anderes Shampoo, Duschgel, irgendwas? Okay. Naja, seit mehreren Wochen benutze ich halt jetzt primitiv halt Anti-Läusen-Shampoo. Seit vier Wochen? Ja. Wie oft benutzen Sie das? Täglich. Okay, dann wundert mich das überhaupt nicht. Die Kopfhaut ist nämlich sehr gerötet und gereizt. Also, okay. Warum machen Sie das denn? Ja, vor 4 Wochen hatten meine Kinder halt Läuse mitgebracht und ich war dann halt auch betroffen. Und vorbeugend habe ich mir gedacht, also das könnte helfen. Ein Läuse-Shampoo ist nichts, was man vorbeugend nehmen sollte. Ne? Das ist etwas, was man gemäß Packungsbeilage oder auf Rat des Arztes hin eigentlich einmal benutzt. Dann sind die Läuse weg und dann nach 8 Tagen noch einmal. Und dann war es das. Und wenn man das jeden Tag benutzt, das ist viel zu scharf. Das greift die Kopfhaut an. Das ist ein Medikament. Ne? Das ist nicht einfach ein Shampoo. Wenn man bei sich oder einem Familienmitglied tatsächlich Läuse feststellt, sollte man zum Arzt gehen. Da sollte man sich untersuchen lassen. Dann bekommt man ein Läuse-Shampoo. Das nimmt man dann einmal nach Anweisung und dann sind die Läuse zunächst mal weg. Nach 8 Tagen sollte man das Shampoo ein zweites Mal anwenden, weil sich tatsächlich noch Nissen, das sind die Eier der Läuse, in den Haaren befinden können und die nach 8 Tagen dann ausschlüpfen. Und deswegen sollte man das Shampoo dann nochmal benutzen. Was man zusätzlich machen sollte, ist sämtliche Stoffe und Kleider und Bettwäsche waschen oder in einen luftdichten Sack verpacken und entweder in den Tiefkühlschrank tun oder einfach bei kühler Raumtemperatur luftdicht verpackt stehen lassen ein paar Tage. Ich denke, hören Sie mit dem Läuse-Shampoo auf, dann wird auch das Jucken wieder aufhören. Nehmen Sie mal jetzt in nächster Zeit entweder gar kein Shampoo oder wirklich ein ganz mildes Baby-Shampoo.
dann wird sich das auch wieder geben. Wie prophezeit hat sich die Kopfhaut des Familienvaters schnell erholt. Am Folgetag hört Mutter Tanja dann mit Freude, dass es ihrer frisch operierten Tochter schon besser geht. Vor Neles Tür wird die 42-Jährige allerdings von der Vergangenheit eingeholt. Ja? Was machst du bei meiner Tochter? Deine Was Tochter? Hast du ihr verloren? Jetzt weiß ich auch, warum sie so freundlich zu mir ist und bei mir unbedingt den Führerschein machen Was? Wollte. Ihr wollt mich ruinieren? Jetzt weiß ich, was los ist. Hör mal, was redest du da? Was für ein Schwachsinn. Jetzt überleg dir genau, was du sagst. Ich weiß jetzt, wo der Hase langläuft. Ich glaube, das ist hier nicht der richtige Ort, um derartige Diskussionen zu führen. Das ist der leibliche Vater von Nele. Ah, okay. Das ist der, wir haben überhaupt keinen Kontakt und keiner will irgendwas von dir. Keiner. Ich weiß aber, ihr wollt alle meine Kohle. Das ist das. So. Du willst meine Kohle haben. Ich glaube, für damals, was passiert ist. Ich glaube, es ist nicht besser, wenn ich keinen Kontakt zu dir habe. Einmal die Station verlassen, bitte. Also, der spinnt doch. Grundsätzlich ist zu sagen, dass solche lauten Szenen nicht auf eine Intensivstation gehören. Grundsätzlich nicht in ein Krankenhaus. Und dieser Herr hat sich nicht sehr schön verhalten. Und es stellte sich ja dann auch heraus, dass er nicht in erster Linie um seine Tochter besorgt war, sondern dass er sich eigentlich mehr Sorgen um sich selbst gemacht hat. Er wollte keine Familie, keinen Kontakt. Als ich schwanger wurde, ist der Kontakt komplett abgebrochen. Wie gesagt, ich habe Vater unbekannt eingetragen. Sie hat einen tollen Papa. Es ist mein Mann, Sascha. Mit ihm haben wir nichts zu tun. Gar nichts. Ist der jetzt hier aufgetaucht? Dann war das der Fahrlehrer eurer Tochter. Ja, anscheinend. So wie, also ich weiß aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sehr gerne erstmal zu meiner Tochter, bitte. Ja, wir gehen jetzt erstmal rein. Also. Hey, Mäuschen, wie geht's dir? Geht's gut? Ja, heute geht's mir auf jeden Fall schon ein bisschen besser wie gestern. Siehst auch besser aus als meine Farbe. Sehr gut. Ja. Hör mal, kannst du mal erklären, was hier gerade los war? Ja, also ich glaube, ich bin dir eine kleine Erklärung schuldig. Und zwar habe ich zu Hause ein bisschen gestöbert und wollte was über meinen leiblichen Vater erfahren. Na ja, gut, das ist ja auch dein gutes Recht, nur damit hättest du doch zu mir kommen können. Ja, und dann habe ich halt zu Hause alte Briefe von dir gefunden und habe dann mich halt auf die Suche gemacht nach Dirk. Mhm. Ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, dass man wissen will, woher man kommt, woher, was man für Wurzeln hat. Ich kann die Tochter da gut verstehen, dass sie wissen wollte, wer ist mein Papa. Sie war ja offensichtlich auch darüber informiert, dass der Mann der Mutter nicht ihr leiblicher Vater ist. Und ich kann es super gut nachvollziehen, dass man da wirklich auch wissen möchte, woher komme ich, wo sind meine Wurzeln. Dann habe ich halt Fahrstunden bei ihm genommen, um ihn besser kennenzulernen und... Ja, das war halt nicht meine Absicht, dass es jetzt halt so endet, wie es geendet ist. Und ja, bei der letzten Fahrstunde, wo ich den Unfall hatte, muss ich dazu sagen, dass es wirklich nicht meine Schuld war, sondern von Dirk. Oh mein Gott, von Dirk hat mir falsche Anweisungen durchs Handy gegeben, wie ich fahren soll oder durchs Telefon. Bitte. Und der war halt anderweitig beschäftigt und war nicht bei der Sache. Er hat sich nicht geändert. Das ist so verantwortungslos. Ja. Es tut mir leid, Mama. Ich wollte das alles nicht. Aber ich wollte einfach wissen, wo ich herkomme. Aber ja, jetzt weiß ich umso mehr, dass Sascha einfach der beste Papa ist, den ich habe. Und dass ich ihn lieb habe. Da habe ich auch noch gute Neuigkeiten für Sie. Also die Blutwerte sind jetzt stabil nach der Transfusion. Es scheint nichts mehr zu bluten jetzt. Und die Operation ist ja auch gut verlaufen. Röntgenbild sieht auch gut aus. Also Sie werden noch 2-3 Tage hier bei uns bleiben, dann auf die Normalstation können. Dann können Sie auch mit der Physiotherapie beginnen. Wird sie denn normal laufen können? So wie es aussieht schon. Es steht alles sehr gut, aber wie gesagt, man muss immer abwarten. Dank einer mehrmonatigen Reha hat sich Nele vollständig von ihrem Beckenbruch erholt. In dieser Zeit standen ihr Mama Tanja und Papa Sascha liebevoll zur Seite. Am Motorradfahren und weiterem Kontakt zu ihrem Erzeuger Dirk hat die 21-Jährige kein Interesse mehr.